Einen wunderschönen guten Tag, die Sons of Libertas sind heute zu Gast bei Stefan Blankertz, dem uns allzeit bekannten Wortmetz. Heute Abend werden wir uns dem Buch Anarchokapitalismus gegen Gewalt zuwenden und ein paar Fragen daraus beantworten. Erstmal schönen guten Abend, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, danke. Fangen wir am besten auch direkt mal an. Das Buch ist aufgebaut in verschiedenen kleinen Absätzen. Warum hast du diese Form gewählt? Diese Form ist ein gewisses Zitat von zwei Denkern, die mich sehr beeinflusst haben. Einmal Friedrich Nietzsche und zum anderen Theodor W. Adorno. Und es ist eine Form, in der man sehr schön, auch zeitgemäß, Gedanken pointiert ausdrücken kann und den Leser erlaubt zu springen und sich das zusammenzustellen, was ihn gerade interessiert. Also ich habe es beim Lesen gemerkt, es ist sehr einfach zu lesen. Man kann sich ganz schnell durcharbeiten mit schön vielen Quellenverweisen unten drunter, wo dann nochmal ein bisschen Add-on steht, wer mehr Zeit investieren will. Was ich jedem nur empfehlen kann, wirklich da auch die ganzen Quellen und die, das Zusatzmaterial quasi noch dazu anzugucken. Du fängst in deinem Buch an und widmest dieses Buch einem Kapitalisten, einem Sozialdemokraten und einem Kommunisten. Warum? Also mir ist es ganz wichtig, wegzukommen von dem Lagerdenken, von dem Gut- und Böse-Denken. Und es gibt eben auch große Helden, Menschen, die sich eingesetzt haben gegen Gewalt, gegen Herrschaft, die aus Bereichen kommen, wo wir das erstmal nicht erwarten und die vielleicht mit kleinen Schritten oder kleinen Demonstrationen etwas erreicht haben. Also der Sozialdemokrat ist Otto Wels, derjenige, der den Mut hatte, gegen das Machtergreifungsgesetz der Nationalsozialisten zu stimmen. Hat sich natürlich nicht durchgesetzt, aber es war einfach eine Stimme, die gesagt hat, nicht mit uns. Und der andere, der Kommunist, Liu Shaoqi, der nach der größten Hungerskatastrophe aller Zeiten in China Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre mit ganz kleinen Freiheiten, also wirklich, er war Kommunist, aber mit ganz kleinen Freiheiten dazu beigetragen haben, dass die Chinesen sich wieder selbst ernähren können. Und da ging es darum, dass sie ihr eigenes Stück Land haben konnten und so weiter. Und das war einfach eine große Tat. Und er ist dafür von Mao zu Tode gefoltert worden. Mao hat ihn zu Tode foltern lassen und hat diese Szene aufgenommen, um sich selber daran zu delektieren. Und dieser Mensch hat Millionen das Leben gerettet und der andere, derjenige, der gequält hat, der hat Millionen verhungern lassen. Und das ist einfach so grandios, dass Liu Shaoqi das gemacht hat, dass ich denke, auch das ist eine Erinnerung wert. Und der Kapitalist? Der Kapitalist ist derjenige, ich habe ja geschrieben, sozusagen in Anlehnung an den unbekannten Soldaten, den unbekannten Kapitalisten. Das ist derjenige, der im Hintergrund wirkt und dazu beiträgt, zum Überleben und natürlich auch zum Wohlleben. Aber wenn wir nochmal in China bleiben, alle diese Menschen, die dann mit den kleinen Freiheiten von Liu Shaoqi wieder Nahrungsmittel produziert haben, das waren alles Kapitalisten. Und denen gedenkt keiner und denen dankt auch keiner. Und das finde ich auch wichtig, das zu erwähnen. An wen richtet sich das Buch? Also dieses Buch ist schon vom Titel her so an die libertäre Szene gerichtet, was nicht heißt, dass ein Interessierter von außen es auch lesen kann, verstehen kann, sich damit auseinandersetzen kann. Aber
Im Wesentlichen ist es, war die Idee, innerhalb der libertären Szene zu Klärung beizutragen. Mhm. Wo ich noch auf deinen altes Buch, was du auch in dem gleichen Stil geschrieben hast, Minimalinvasiv, ne, ist richtig. Was ja auch quasi eine sehr spezielle Themenbeackerung libertärer oder anarchokapitalistischer Standpunkte sind. Also versuchst du da ein bisschen noch zu spezifizieren oder? Naja, minimalinvasiv ist, hat eher ein breiteres philosophisches Spektrum. Mhm. Und hier Anarchokapitalismus ist tatsächlich eben ein sehr politisches Buch und ein Buch, was pointiert den anarchokapitalistischen Standpunkt deutlich machen soll. Mhm. Wer ist Herbert Marcuse und was wollte er genau? Ja, da knüpfen wir an die... Ja, an die Gedanken an, die du am Anfang angesprochen hast, warum ich das auch einem Kommunisten und einem Sozialdemokraten gewidmet habe. Herbert Marcuse erwartet man natürlich als erstmal nicht unter den Anarchokapitalisten, weil er ein bekannter Kritiker des Kapitalismus in den 60er Jahren war, eine wichtige Figur in der 68er-Revolte. Gehörte zu den sogenannten Freudomarxisten, das heißt also jemand, der die Theorie, die psychoanalytische Theorie von Sigmund Freud und Karl Marx zusammengeführt hat. Ich liebe es, Denker gegen den Strich zu lesen und finde es immer wichtig, dort Freiheitsgedanken oder auch Anarchokapitalismus zu finden, wo man es nicht vermutet. Wo du zum Beispiel das letzte Buch, wo wir uns getroffen haben, war Mit Marx gegen Marx, wo du genau das mit Marx mal gemacht hast. Sehr interessant, auch als Video natürlich bei uns. Ja, genau. Und insofern, Marcuse gehört in diese Kategorie. Interessant ist natürlich zum einen, dass, wenn man genau guckt, das, was Marcuse und die anderen sogenannten neuen Linken in den 60er Jahren meistens kritisiert haben, also wenn man genau guckt, war gar nicht der Kapitalismus, mhm, sondern staatliche Institutionen, also Schule, Universitäten und vor allen Dingen Militär. Also das ist einmal wichtig. Aber zum anderen kann man eben auch bestimmte Dinge von Marcuse lernen oder sich anregen lassen. Und ganz wichtig war für ihn zu analysieren, wie in der scheinbaren Demokratie eine homogene Meinung erzeugt wird, die den Herrschenden nutzt. Und das ist etwas, was uns heute ganz auf den Nägeln brennt. Mhm. Und seine Rede von der repressiven Toleranz ist ganz wichtig, um das zu verstehen. Wie funktioniert das? Wie machen die das, dass sie Meinungsfreiheit erlauben und gleichzeitig es aber gar keine differenten Meinungen gibt? Mhm. Das ist da erstmal, würde man sagen, die alten Liberalen haben gedacht, wenn es Meinungsfreiheit gibt, ja, dann kann es keine Herrschaft geben. Thomas Jefferson hat gesagt, wenn ich wählen kann zwischen freier Presse und ohne Regierung und Regierung ohne freie Presse, dann wähle ich natürlich die freie Presse, weil er der Meinung ist, die Presse kann die Regierung in Schranken halten. Und warum tut sie das nicht? Und das war was, was Marcuse analysiert hat. Und da können wir ungeheuer viel draus lernen, anstatt eben immer nur solche Worthülsen wie Lügenpresse oder so zu verwenden, die gar nichts erklären, nur scheinbare Erklärungen sind. Deswegen ist es so wichtig, Marcuse einzubringen. Und dann kann man noch eine ganze Menge Müll sozusagen entsorgen. Und trotzdem bleibt etwas übrig, was einem viel sagen kann. Und auch viele Rückschlüsse auf die heutige Zeit zieht. Auf die heutige Zeit anwenden. Wo wir zum Beispiel an Political Correctness kommen und bestimmte Wortregelungen, was man sagen darf, was man nicht mehr sagen darf, wo man direkt die Dogmen vor der Nase hat, die einem da entgegenschlagen. Genau.
Du gehst in einem Teil sehr auf das Wort Leugnen ein. Was hat es damit auf sich? Warum ist dieses Wort so wichtig für dich? Naja, das Wort Leugnen, man sagt, dass jemand etwas leugnet, wenn er bewusst die Unwahrheit sagt. Und wenn ich sage, jemand leugnet den Holocaust, dann sage ich damit, er weiß, dass er stattgefunden hat, aber tut so, als wenn nicht. Und leugnen sagt man, wenn man eigentlich meint, also jemand kann verurteilt werden. Leugnen wird also sozusagen universell verwendet. Ich habe jetzt ein Beispiel genannt. Es gibt viele andere Beispiele. Wer den Klimawandel leugnet, weiß, dass er stattfindet und tut so, als ob das nicht so ist. Umgekehrt, es ist aber nicht so, als ob diejenigen, die sich gegen diese Form von Meinungsterror auflehnen, dass die nicht auch mit dem Wort gerne operieren. Mhm. Umgekehrt. Man wirft sich dann gegenseitig Leugnen vor und letztlich gibt es überhaupt keine Diskussion mehr. Im Prinzip ist es ein Wort, was eine Diskussion beendet, weil es dem anderen vorwirft, du lügst, sozusagen bewusst. Und mit jemandem, der bewusst lügt, mit dem kann man eh nicht diskutieren. Ja. Und das hört sozusagen, dann hört die Debatte auf. Mhm. Und deswegen ist das so wichtig, gegen die Verwendung des Wortes leugnen zu argumentieren. Kannst du uns kurz erklären, was der Spätetatismus ist und vielleicht ein, zwei der schlimmsten Folgen, die das Ganze nach sich zieht? Ja, der Spätetatismus ist eine historische Situation, in der im Prinzip alles das, was der Staat an Interventionen machen kann, formal schon ausprobiert worden ist. Mhm. Und man relativ genau weiß, dass es negative Folgen hat. Also wir haben gerade wieder die Einführung des Mindestlohns erlebt. Wir erleben die Wiedereinführung von Mietpreisbindung und wir wissen ganz genau, was daraus folgt. Das sind jetzt nur zwei Beispiele und trotzdem wird es wieder gemacht. Das heißt, man kann nicht sagen, hier werden neue Experimente gemacht, sondern es wird einfach wiederholt. Aufgewärmt. Wieder aufgewärmt, genau. Das ist die eine Seite des Spätetatismus. Also wir wissen eigentlich, dass diese Interventionen alle negative Folgen haben. Hayek hat noch gesagt, unintended consequences, ungewollte Konsequenzen. Heute muss man sagen, eigentlich kann man nicht mehr ungewollt sagen, denn im Prinzip muss jeder, der ein bisschen informiert ist, muss das wissen. Auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass es aber überhaupt keine Infragestellung gibt. Fast keine. Es gibt eine libertäre Szene. Aber öffentlichkeitswirksam und politisch wirksam gibt es keine Infragestellung, weil unsere Leben sind so stark mit dem Staat verbunden, dass jegliche Beschränkung des Staates sofort an die eigene Substanz geht. Und das gilt bei jedem. Das ist der Taxifahrer, der denkt, naja, wenn dann also Uber und andere zugelassen sind und wenn Taxilizenzen fallen, dann habe ich kein Einkommen mehr. Ja. Der Apotheker sagt, wenn es kein Apothekermonopol gibt, dann habe ich kein Einkommen mehr. Ganz, ganz viele Menschen haben dieses Gefühl. Manchmal auch diejenigen, die in Wirklichkeit überhaupt gar keine Vorteile bekommen. Und dass natürlich aufs Ganze gesehen diese Vorteile sich gegenseitig aufheben müssen. Das müsste eigentlich eben klar sein, aber es ist tabuisiert. Im Prinzip ist es wie eine Lotterie, wo jeder denkt, ich kann auf Kosten der anderen großen Reibach machen. Und was macht in Wirklichkeit? Ja. Es ist anders. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Mhm. Aber das Gefühl, selbst so verwiesen zu sein auf den Staat, das ist
das ist ganz, ganz, ganz groß. Und ich sag mal, so ein ganz aktuelles Beispiel und ein umstrittenes Beispiel, aber dafür bin ich ja bekannt. Das ist diese unsägliche Diskussion im libertären Lager über die Flüchtlinge, über die offenen Grenzen, was genau das zeigt. Man ist so verunsichert, dass man sagt, ja, aber in diesem Fall muss der Staat doch unsere Grenzen sichern, um unser Leben zu schützen, ja. Weil auf andere Weise geht es nicht. Nur das ist realistisch. Und das ist typisch Spätetatismus. Das heißt, selbst die Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, sind leider doch, kommen nicht zur richtigen Lösung, sondern fordern auch wieder den Staat zur Hilfe an. Ja, genau. Ja. Und das, weil ihr eigenes Leben so verwoben ist, damit, dass der Staat etwas für sie tut, dass jegliche Verringerung von staatlicher Macht sofort das eigene Leben in den Grundfesten bedroht. Und dann eine echte Angst einsetzt. Das ist wirklich ein Problem. Also ich mache mich darüber nicht lustig, sondern ich sage, das ist ein echtes Problem. Und das ist eben typisch Spätetatismus. Und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Und wenn wir das nicht tun, dann gibt es eben halt keine realistische Perspektive für den Libertarismus. Dann kommen wir jetzt zur Gegenmeinung des Etatismus, nämlich der Sezessionismus. Was ist das genau? Und das ist ja quasi die Grundidee der Anarchokapitalisten, dass das kleinste Kollektiv am höchsten gewertet werden muss, was das Individuum ist. So, und umso kleiner die Einheit, umso besser. Naja, also die Grundvorstellung ist eben tatsächlich eben die, dass Freiheit, dass es dann Freiheit gibt, wenn ich das Recht habe, auszutreten. Also es geht nicht darum, es gibt bestimmte Sachen, in die werde ich reingeboren. Wenn die Eltern in der Kirche sind, werde ich in die Kirche geboren. Aber ich darf eben austreten. Und das Austrittsrecht ist sozusagen das wichtige Recht und das kann man Sezessionsrecht nennen. Aber auch da gibt es eben sozusagen diesen Fallstrick, dass wenn die Sezession sozusagen nationalistisch aufgeheizt ist, dann kann es durchaus sein, dass die zu zwar eine Abspaltung eines Teils von einem großen Staat führt, aber dieser neue Teilstaat durchaus repressiv sich im Inneren verhält. Also insofern bin ich da, skeptisch dagegen zu sagen, jegliche Form von nationalistischem Sezessionismus ist etwas, was wir ganz toll finden müssen. Die sind oft echt ziemlich brutal, um das mal so zu sagen. Ja. Und vertreten einen ziemlich brutalen Nationalismus. Und das ist eben nicht die Idee des Anarchokapitalismus, diese Form von Sezessionismus, sondern so wie du das auch gesagt hast, letztlich jedes Individuum kann das tun. Was ist deine Definition von Kapitalismus und warum ist er deiner Meinung nach besser als Demokratie, die allseits beschriebene Wollmilchsau oder wie sagt man, das alles lösende Problem? Ja, Kapitalismus ist das Handeln auch im doppelten Sinne, also das wirtschaftliche, aber auch das soziale Handeln auf Grundlage von Freiwilligkeit und freiwilliger Abmachung und natürlich im Gegenzug des Anerkennens, dass der andere eben genauso freiwillig handeln können muss. Und das bedeutet, dass alles das, was ich tue, durch freiwillige Kooperation entsteht. Das muss per Definition das beste Ergebnis bringen, weil jeder strebt danach, das für ihn Gute durchzusetzen. Ja. Und sobald es Beschränkungen gibt, muss irgendjemand in seinem Wollen und in seinem Tun beschränkt werden.
das können sehr große Strukturen sein, globale Strukturen auch, die daraus entstehen. Aber wir haben gerade von dem Austrittsrecht gesprochen. Diejenigen, die sich nicht mehr vertreten wollen, fühlen, die sich da unwohl fühlen, die können austreten, die können was anderes tun. Und die Demokratie ist genau das Gegenteil. Da bestimme ich nicht über das, was ich tue und ich tun darf, sondern ich bestimme das, was andere tun dürfen. Und damit ist es sozusagen das Gegenbild zum Kapitalismus und zu dem, was eine freiwillige, menschenwürdige Vergesellschaftung leisten sollte. Ja. Dazu noch der Trick, dass wir der Minderheit den Stempel Mehrheit aufdrücken und schon haben wir das Ganze irgendwie legitimiert. Mir geht manchmal die Diskussion ein bisschen auf den Nerv, ist der Mensch gut oder ist er böse? Was würdest du dazu sagen? Ja, in dieser Diskussion, ob der Mensch gut ist oder schlecht ist, da geht halt vieles durcheinander. Die ist relativ müßig, weil sie eigentlich mit der Idee des Anarchokapitalismus wenig zu tun hat. Denn gerade dann, wenn er schlecht wäre, wäre es ja umso fataler, ihm große Macht zu geben. Die einzige Möglichkeit, Schlechtigkeit zu begrenzen, ist die eben keine Macht zu geben, beziehungsweise eben diese Möglichkeit des Austrittsrechts, die macht es möglich, jemanden, der schlecht handelt, dass dem Kooperation entzogen wird. Oder jemand, der vielleicht was Gutes aufgebaut hat und auf einmal durchdreht und Leute anfängt zu schikanieren, dass sie dann eben halt die Kooperation ihm entziehen. Das ist eben die Möglichkeit, Schlechtigkeit zu kontrollieren. Und dann ist es natürlich sehr global, ist der Mensch gut oder ist er schlecht, sondern man kann sagen, ja, er ist manchmal so und manchmal so. Und das, was wir brauchen, ist eine Gesellschaft, in der die schlechten Seiten möglichst kontrolliert werden und die guten möglichst gefördert werden. Und das wird bestimmt nicht durch Macht und Herrschaft und Gewalt gefördert. Die gute Seite des Menschen. Das sollte mir mal jemand nachweisen, dass das ein gutes Instrument ist. Du schreibst in deinem Satz, Krieg ist die Nahrung des Staates gegen Nationen und Bürger. Könntest du uns das vielleicht kurz und knapp beweisen? Ja, also der erste Teil ist ein Zitat von einem amerikanischen libertären Autor. Und ja, also der Krieg ist überhaupt sozusagen einmal unzweifelhaft eine große großer Faktor in der Entstehung von Staaten. Alle Staaten sind durch Krieg entstanden, alle Grenzen sind durch Krieg entstanden. Und in kriegerischen Auseinandersetzungen wachsen Staaten einfach dadurch, weil in kriegerischen Auseinandersetzungen der Solidaritätsdruck im Inneren sehr hoch ist und die Möglichkeit, Leute zu enteignen, sehr groß ist. Es gibt nur wenige Staaten in der Welt, die sich den kriegerischen Handlungen und der Beteiligung in kriegerischen Handlungen dauerhaft entziehen können. Und in diesen Staaten ist es oft so, dass sie deutlich langsamer wachsen. Es ist nicht so, als ob sie nicht auch wachsen. Mhm. Aber der Krieg beschleunigt das Ganze. Das Militär, die Bedrohung von außen, und das setzen eigentlich alle Staaten ein, dieses Instrument. Mhm. Kannst du uns den Zusammenhang zwischen Indianer, den Südstaaten und dem Bürgerkrieg erklären? Und vielleicht abseits der gängigen Meinung? Naja, also ich will mal so anfangen und sagen,
das erste Mal, dass ich darauf gestoßen bin, dass es zwischen dem amerikanischen Bürgerkrieg und den Indianern irgendwas eine mysteriöse Form von Verbindung gibt, die in den Schulbüchern nicht stehen, ist, dass Johnny Cash, der Country-Sänger, dass der in einer LP, natürlich einer Vinyl-LP damals, die er Indianern gewidmet hat, schreibt, dass im Bürgerkrieg mehr Indianer umgekommen sind als nord- und südstaatliche Soldaten zusammengezählt. Was zeigt, dass die Indianervernichtung hat während und nach dem amerikanischen Bürgerkrieg stattgefunden, ist nicht durch die Grenzer, nicht durch die Trapper, nicht durch die Pioniere durchgeführt worden, die mit Indianern Verträge geschlossen haben, ist nicht von Thomas Jefferson und den Gründungsvätern betrieben worden. Thomas Jefferson hat sich bei Indianern beraten lassen über die Verfassung. Also all das nicht, sondern es ist später passiert. Ja, dass also eben die Indianer sich mit den Südstaaten verbunden haben, weil die Nordstaaten eine sehr starke Anti-Indianer-Politik hatten. Und der General Sherman ist als besonderer Hardliner bekannt, der auch eben erklärt hat, dass man die Sioux ausrotten müsse und ausdrücklich auch gesagt hat, dass Frauen und Kinder mitgemeint sind, es dürfte kein Sioux überleben, und er war noch auf dem Totenbett darüber ungehalten, dass dieser letzte Schritt ihm versagt worden ist, das Indianerproblem zu lösen. Aber waren die nicht dafür bekannt, dass sie gerade so für Menschenrechte eingestanden sind, weil der ganze Bürgerkrieg ja nur wegen der Sklaverei entfacht wurde zwischen Nord- und Südstaaten? So der gängigsten Meinung nach. Das ist ja in der Tat die Tragik des Bürgerkriegs und überhaupt des amerikanischen Liberalismus, dass die Sklaverei-Gegner im Norden Zentralisten geworden sind und dass die Befürworter von Dezentralisation und Sezessionsmöglichkeit, dass die die Sklaverei verteidigt haben, sodass man eigentlich da auf keiner Seite stehen konnte. Und im Prinzip ist es die Geburtsstunde des amerikanischen Anarchismus. Dass einfach dass diejenigen, die an der ursprünglichen liberalen Idee festgehalten haben, gesehen haben, wir haben nirgendwo einen Ort. Und trotzdem muss man auch sagen, dass der Bürgerkrieg nicht wirklich um die Sklaverei geführt worden sind. Lincoln wäre bereit gewesen, die Sklaverei zu akzeptieren für die Einheit der Union. Und die Südstaaten waren bereit, die Sklaverei zumindest partiell aufzuheben. Es haben auch mehr schwarze Soldaten auf der Seite der Südstaaten gekämpft als auf der Nordstaaten. Und der eigentliche Konflikt war der, dass zu dem Zeitpunkt vor dem Bürgerkrieg 80% des Staatshaushaltes im Süden produziert wurden und 80% des Staatshaushaltes im Norden ausgegeben wurden. Und zu dem Zeitpunkt, als Lincoln das Embargo mit den Europäern hatte und die Europäer geantwortet haben damit, dass sie keine Baumwolle mehr nach Europa lassen. Da hatten die südstaatlichen Baumwollfarmer hatten wirklich nur zwei Optionen. Entweder zu warten, bis sie verhungern, oder die Waffen zu nehmen. Mhm. Die hatten wirklich keine andere Option, als das zu tun. Und darum ist es zum Krieg gekommen. Und die Sklaverei war sozusagen auf beiden Seiten das Propagandagetöse, um das zu verdecken. Also was heute die humanitären Einsätze sind in aller Herren Länder. Ja.
mussten damals halt dann die Sklaven verhalten, die, ja, wie sagt man, Legitimation für den ganzen Quatsch, der da abgelaufen ist. Was ist der Protostaat und dem hinzuzufügen, was ist der Unterschied von Rechten delegieren oder übergeben? Naja, also der Protostaat nenne ich diese Organisationen, die noch nicht ein gesichertes Staatsgebiet haben, aber die darauf hinarbeiten. Also um es ganz anschaulich zu machen, Mafia-Organisationen sind Protostaaten. Sie benutzen Schutzgelderpressung, aber sie haben, das ist ja Steuerzahlung, aber ja. sie haben kein eigenes Staatsgebiet, auf dem sie de facto das Gewaltmonopol haben. Andere nicht deklariert. Ja. Und es gibt eben Auseinandersetzungen an der Stelle zwischen Zweien, die das Gewaltmonopol beanspruchen. Aber auch zum Beispiel die legendäre und jetzt wieder teilweise von Interventionisten hochgehaltene PKK, die kurdische Organisation, ist auch ein Protostaat. Sie haben nicht vor, für Freiheit und Sezessionsrecht einzutreten, sondern sie wollen einen kurdischen Staat errichten. Und man kann sich vorstellen, wie der aussieht. Mit kommunistischen Facetten drin, oder? Wenn man sich das alles so mal anguckt, ist das ja schon sehr kollektivistisch. Öcalan ist Maoist. Ja. Also ist ganz klar. Und die werden ganz bestimmt nicht freundlich mit Minderheiten und abweichenden Meinungen umgehen. Das tun sie schon jetzt nicht. Ja. Das heißt, das ist auch ein Protostaat. Die haben ihren Staat noch nicht. Die PLO ist ein Protostaat. Teilweise haben sie jetzt schon so ein bisschen. Mhm. Die Hamas ist sozusagen an der Grenze. Also da kann man das so richtig beobachten, wie aus Protostaaten Staaten werden. Ja. Dass also irgendwie dann die Grenze abgesichert werden und das eigene Gewaltmonopol verteidigt wird, Konkurrenten ausgeschlossen werden und so weiter. Und die ganze Brutalität, die damit verbunden ist. Und alle Staaten haben diesen Ursprung. Ja. Also es gibt nur dann einen Staat, der nicht so brutal ist, wenn er eine so gesicherte Stellung hat, dass er das nicht mehr nötig hat. Du stellst in deinem Buch die These auf, dass Demokratie gleich Staatswachstum ist. Wie kommst du da drauf? Naja, die Demokratie ist ein System, in dem organisierte Interessengruppen für ihre Klientel Vorteile erlangen können oder zumindest glauben machen, dass sie Vorteile bekommen. Und dies führt dazu, dass ökonomisch gesagt die Kosten werden verteilt auf alle Steuerzahler und der Nutzen wird konzentriert auf eine begrenzte Interessengruppe. Und damit ist es so, dass der ökonomische Nutzen dagegen zu opponieren ist geringer als dafür einzutreten. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Motor. Das heißt auch, dass wenn ich mich darüber ärgere, dass es irgendwelche Handelshemmnisse gibt oder sonst ich in meiner Entfaltung behindert werde, dann trete ich nicht für die Freiheit aller ein, sondern dann trete ich dafür ein, dass das, was ich will, sich staatlich durchsetzen kann. Das ist immer sozusagen die realistische Option. Und da ist das ganz egal, ob ich nun den Veganismus durchsetzen will oder ob ich geschlossene Grenzen durchsetzen will. Es scheint immer realistischer zu sein, die Option, der Staat macht das für mich, zu wählen, anstatt zu sagen, ich muss dafür etwas tun. Und dieses, ich muss dafür etwas tun und ich muss dafür was tun, wenn ich will, dass es so wird, wie ich es haben möchte, dann muss ich andere Leute überzeugen und so weiter und so weiter. Dafür muss ich sozusagen Einsatz zeigen. Da muss ich nicht nur ein Kreuzchen machen, ich muss Einsatz zeigen.
Und das ist eben immer das Schwierigere. Und deswegen wächst und wächst und wächst und wächst der Staat, während die Bewegung dagegen deutlich schwieriger ist. Und das ist auch etwas, womit Libertäre sich auseinandersetzen müssen, wenn sie eine Perspektive entwickeln. Wie können wir dieses gemeinsame Gefühl zu sagen, wir treten für die Freiheit aller ein, nicht nur meine, sondern auch für die von anderen. Denn wenn ich nur für mich selbst eintrete, dann trete ich immer für mehr Staat ein. Wieso? Ja, weil das eben einfacher ist. Ah, okay, ja, gut. Weil es einfacher ist und ich mich dann nicht darum kümmere, ob jemand anders darunter leidet oder unter anderen Regulationen leidet. Das interessiert mich dann in dem Moment gar nicht. Wir sehen ja anhand der USA, die quasi als anarchistische Gesellschaft mit der Deklaration der Menschen... Unabhängigkeitserklärung, genau. Die quasi alle Menschen auf eine Ebene gehoben hat, hin zu 15, 16 Jahre später, wo dann angefangen wurde, die ersten Befugnisse auf die zentrale Ebene zu delegieren. So, und wo sich das dann heutzutage hin ausgebreitet hat. Das ist das dann nicht eigentlich das beste Lehrbeispiel, dass Zentralismus oder Kollektivismus immer in, ich würde jetzt mittlerweile schon fast sagen, Totalitarismus ausartet. Ja, das ist natürlich ein sehr trauriges Beispiel und eine wichtige Lehre. Und die USA fangen eben tatsächlich nicht als anarchistische Gesellschaft an, sondern als eine, heute sagen wir, minarchistische oder minimalstaatliche Gesellschaft. Und genau dies ist es, dass aus dieser Keimzelle dieses Staates, der gedacht war als Ultra-Minimalstaat, der hat sich eben ausgeweitet. Und da können wir das auch sehen, es ging immer über Krieg und es ging immer über Auseinandersetzungen. Und das, obwohl Thomas Jefferson eigentlich gesagt hat, dass man sich eben aus allen Kriegen raushalten sollte. Und dann hat er selber auch einen geführt. Also er hat sich selber da auch ad absurdum geführt als Präsident der USA. Also daran kann man das sehen, dass der Staat eben tatsächlich immer wächst. Und zwar über Demokratie auch. Dann bleiben wir bei Endämmung und Beschneiden des Staates. Wo liegt das Problem für Konservative bei genau dieser Tätigkeit? Naja, die Konservativen stemmen sich dann gegen den Staat, wenn er etwas versucht durchzusetzen, was ihrer Meinung nach falsch ist. Aber das, was er in der Vergangenheit durchgesetzt hat, das interessiert sie nicht. Also als Beispiel, ein für mich wichtiges Thema, da haben wir ja auch schon mal lange drüber gesprochen, im Bereich Schule, da wird dann gegen die Sozialisten und die Einheitsschule gewettert und es wird so getan, als ob 150 Jahre Staatsschule vorher irgendwie nicht staatlich gewesen sei. Und dann kann man nur sagen, ist nicht sehr sinnvoll. Und das heißt also, sie können so ein bisschen bremsen, aber sie verstehen auch überhaupt nicht diesen Mechanismus, wo wir eben drüber gesprochen haben, wie die Ausweitung des Staates funktioniert. Und solange man diesen Mechanismus nicht versteht, wird man auch überhaupt keine sinnvollen Schritte zum Staatsabbau betreiben, sondern nur andere Gruppen bevorzugen. Mhm. Das wissen wir aus Thatcher und Reagan und Kohl-Regierung. Ja, es wird einfach transferiert. Die Transferleistungen gehen nicht zu Gruppe A, sondern zu Gruppe B. Oder man gibt halt ein bisschen mehr Freiheit, um ein bisschen produktiver zu werden. Das Ganze auch nicht ganz so in den Dreck zu fahren. Ja. Da kommen wir auch direkt zu deren, du nennst es Selbstintegration von Oppositionellen. Wie funktioniert dieser Vorgang? Ja, der funktioniert durch das, am Anfang hatten wir die repressive Toleranz. Es ist ganz klar, dass wenn ich zum Beispiel eine politische Partei gründe, dann muss ich mich an
an alle Regeln halten. Wo, wenn ich ein Mitglied habe, wo das problematisch ist, dann kriege ich Probleme. Also stellen wir uns eine libertäre Partei vor, die im Fall von Uli Hoeneß dem eine Ehrenmitgliedschaft angetragen hätte. Wäre durchaus problematisch. Eine libertäre Partei, die für Schwarzarbeit eintritt, wäre problematisch. Es, also alles Mögliche. Ja. So, das heißt also, indem man mich sich zum Teil des Systems macht, fängt man dann auch an, entsprechende Überwachungsaufgaben zu leisten. Dann fängt man an, Meinungen auszusortieren, Holocaust-Leugner. Ich bin, nur sozusagen als persönliches Statement, ich bin selbst gar kein Vertreter dieser Theorie. Aber dann fängt man an zu sagen, ja, die dürfen aber hier auch nicht schreiben, weil das könnte uns Probleme geben. Das heißt also, man fängt genau an, die Repression zu übernehmen. Zum Büttel machen quasi. Zum Büttel machen, genau. Du springst dann nochmal zu Marx. Kurze Antwort, wie stand Marx zum Kapitalismus? Ja, einerseits ist Marx der bekannteste Kapitalismuskritiker weltweit. Mhm. Und zum anderen ist es eben interessant, so ähnlich wie bei Marcuse, ihn gegen den Strich zu lesen und festzustellen, dass weite Teile seiner Analyse sich gegen Staatstätigkeit gerichtet hat, ja, und nicht gegen den Kapitalismus. Wo man ja heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr trennt, beziehungsweise die Symptome der beiden vermischt. Und was sind deine gängigsten oder deine Lieblingsirrtümer zu Marx? Von Marx oder über Marx? Über Marx, Marx. Über Marx. Ja, genau. Ja, also das ist genau die Sache, dass wir könnten, ich habe mit meinem Nachbarn, der DDR-Sozialisation hat, so ein Kolloquium, wo ich mich einmal in der Woche treffe und wir diskutieren, und diese Arbeit über Marx, die ist daraus auch entstanden, und jetzt hatten wir gerade wieder versucht zu finden, gibt es irgendeine Stelle bei Marx, wo Marx die zentrale Planwirtschaft auch nur empfiehlt? Und er hat gesagt, irgendwo muss das doch stehen, weil das hat er ja auch so gelernt. Ja. Und wir sind auf keine Stelle bis jetzt gestoßen. Es gibt es nicht. Ja. Also. Das ist zum Beispiel eins der Irrtümer, dass Marx für Planwirtschaft eingetreten ist. Man kann es nirgendwo zeigen. Auch wenn man die Texte aus dem Marx gegen Marx, also mit Marx gegen Marx liest, hat man eigentlich keine so große Überzeugung. Also man denkt nicht, dass da jetzt der Kollektivist vor dem Herrn, der quasi der Gottheit aller Kollektivisten gerade schreibt, sondern es ist schon eher sehr rational, auch individualistisch teilweise und halt auch staatskritisch, was halt dann eigentlich jetzt wieder komplett ins Gegenteil verkehrt wurde. Genau. Warum bist du pro Waffenbesitz? Bist du ein schlechter Mensch? Bin ich ein schlechter Mensch? Ja, also ja. Ich bin okay, ja, danke, ja, ich bin ja, ja, also ich bin ja selber, ich habe keine Waffe, und ich glaube auch nicht, dass ich jemals den Einsatz der Waffen, einer Waffe selbst erlernen kann. Aber diejenigen, die eine friedliche, vielleicht sogar auch waffenlose Welt haben wollen, die bedenken nicht, dass sie, wenn sie den Staat beauftragen, es ist so ähnlich wie mit den geschlossenen Grenzen, also nur sozusagen die andere Seite, dass wenn sie den Staat beauftragen, dann beauftragen sie ein waffenstarrendes System damit und geben dem die absolute Monopol und Alleinherrschaft. Heutzutage wird wieder oft die Diskussion von links und rechts aufgefacht. Wenn man sich das aber ganz mal ein bisschen zeitgeschichtlich anguckt und sich zum Beispiel Henry McCain, die Anarchisten, anhört von 1812. Moment, ja,
Mackay. Mackay, genau. Mackay. Ja, genau. John Henry Mackay. Da sich den zweiten Part anhört, wo es halt auch genau um diese Thematik geht, zwischen Kommunisten, Linken und Rechten. Und sich das dann nochmal in der Zeit zwischen zum 19. Jahrhundert bis 20. Jahrhundert anhört. Und dann nochmal auf länderspezifisch darauf eingeht, wo links was komplett anderes bedeutet, wie hier links bedeutet, oder rechts was komplett anderes, wo die in Amerika sind die Rechten, glaube ich, die Konservativen. So, und diese ganze Begriffsbestimmung da einfach überhaupt nicht prägnant ist für das, was man eigentlich sagen will. Also, wie kann man da geschichtlich rangehen, um zu versuchen, diesen Links-Rechts-Begriff wieder zu entwirren und da irgendwie auf einen Nenner zu kommen? Ja, also ja, links und rechts sind ja erstmal inhaltsfreie Begriffe und das führt zu diesem Problem. Natürlich kann man in jedem Land sagen, es gibt so eine Art kulturelle Definition zwischen rechtem Milieu und linkem Milieu. Aber im Prinzip gibt es zwischen den Rechten und Linken oft viele Ähnlichkeiten. Gab mal irgendeinen, leider habe ich den nicht wiedergefunden, wer das gesagt hat, wenn Hitler rechts ist und Stalin links, dann möchte ich ungern in der Mitte sein. ja, da ist eigentlich nicht so viel Platz und trotzdem ist es natürlich so, dass da sind Menschen für gestorben. Das ist genauso wie es im 30-jährigen Krieg um religiöse Auseinandersetzungen ging, jedenfalls vordergründig, die heute kein Mensch mehr verstehen kann. Auch nur die Fragestellung. Mhm. Ja, also das ist also sehr stark, hat das was zu tun sozusagen mit der Gruppe, in der man verhaftet ist. Und ich muss das selber auch zugeben, das ist eine frühe Prägung. Natürlich ist es so, dass bei links ich eher eine Gänsehaut habe und bei rechts eher eine Gänsehaut habe und bei links, das ist irgendwie, die guten Menschen sind links, das habe ich sozusagen. Sozialromantik. Habe ich mit der Muttermilch eingesogen. Meine Eltern waren Sozialdemokraten. Und dann die Sozialisation in den linken 60er, 70er Jahren. Und trotzdem ist es eben nicht mehr als irgendwie solch eine subkulturelle Verhaftung. Und was anderes ist es nicht. Aber wir sollten sie nicht, also wir können sie leider nicht außen vor lassen, weil auch innerhalb der Libertären finden sich dann wieder ähnliche Auseinandersetzungen. Also wir haben es nicht geschafft, wirklich diese subkulturelle Orientierung links und rechts zu überwinden. Aber das wäre schon mein Traum, dass das möglich ist. Und das war so, als ich Anfang der 80er Jahre so die ersten libertären Konferenzen hatte, nicht teilgenommen habe, international, da war das Hauptgefühl, was ich hatte, war, boah, da können ganz verschiedene Leute miteinander diskutieren. Und das kannte ich nicht aus den linken Zirkeln. Mhm. Und leider hat sich die libertäre Szene... Man dreht sich dann ja schon eher so in seinem eigenen Kreis. Ja, aber leider hat sich die libertäre Szene auch so ein bisschen in diese Richtung... Mhm. Und bist du in der Ukraine auf der Seite, dann spreche ich nicht mehr mit dir. Oder bist du, die Flüchtlinge... So, ja. Das heißt, da wiederholt sich das eigentlich, leider. Aber ich habe doch noch die Hoffnung, dass auf lange Sicht oder auf mittlere Sicht die Position jenseits von rechts und links von Rothbard, dass die eben doch auch sich kulturell verankern lässt. Du tust ja alles dafür, indem du versuchst, dich bei rechten Philosophen, weiß ich jetzt gar nicht, ob es natürlich, ja. Und linken Philosophen auch stark bedient, wie zum Beispiel Adorno oder wenn du noch alles nimmst, also wirklich du gehst ja quasi hin und versuchst, die Leute da abzuholen, wo die sind
und die dann in das, werde ich sagen, Freiheitliche Lager überzuführen, aber ihnen zu zeigen, dass halt eigentlich jeder der Denker wirklich freiheitliche und individuell freiheitliche Aspekte hat und jetzt nicht nur Freiheit des Staates und jeder kann, also der kann machen, was er, sondern wir können machen, was wir wollen. Also wichtige Person jetzt, nur um da auch auf der rechten Seite einen zu erwähnen, der auch im Anarchokapitalismus eine gewisse Rolle spielt, ist Ernst Jünger, der Autor und Essayist, also weil ich das jetzt zum Ergänzen. Ja, gerne, gerne. Mir ist halt nur aufgefallen, dass du dich halt Kropotkin, also wirklich ganz viele, die so die urlinken Denker sind und die dann halt nimmst und sagst, hier, guckt mal, ist jetzt nicht so das, was ihr in eurer Überzeugung aber eigentlich denkt, sondern da ist schon ein bisschen was mehr dahinter. Ja. Und ich denke mal auch, wir müssen halt auch in der libertären Szene mehr Blankans lesen. Ich glaube, dann hebt sich auch dieses Problem auf. Da habe ich nichts gegen einzuwenden. Du stellst die These auf, dass der Wilde Westen überhaupt nicht wild war. Wie kommst du darauf? Ja, da hatten wir kurz vorhin dieses Thema mit den Indianern. Der Wilde Westen war ein staatsfreier Raum und deswegen ist er sozusagen besonders im Fokus von Etatisten, die eben gerne darauf verweisen, dass da doch alles drunter und drüber gegangen ist. Und man kann heute zeigen, dass sehr viel durch Abmachung, durch Verträge geregelt worden ist, dass es eine sehr niedrige Kriminalitätsrate gegeben hat. Also bis weit ins 19. Jahrhundert herein waren in den westlichen Gebieten der USA oder der Territorien, die noch nicht Teil der USA waren, bestimmte kriminelle Delikte vollkommen unbekannt. Und wenn man jetzt mal die Western, ich bin ein großer Fan von Western, von traditionellen, den richtigen Western, nicht den Italo-Western, sondern den richtigen Western, wenn man sich die anguckt und guckt, in welcher Zeit spielen die, die spielen genau in der Zeit des Bürgerkriegs oder danach. Das heißt, da geht es oft darum, wie ist denn diese Transformation und wie wirkt sich dieser Staatswachstum, wirkt sich das aus auf die Pioniere und auch auf die Indianer. John Ford, einer der ganz großen Western-Regisseure, war ein großer Indianerfreund. Der hat einen Film, Cheyenne, 64 gedreht, um notleidenden Indianern für Einkommen zu sorgen für die. Ja. Er war ein großer Freund der Cheyenne. Was ist die horizontale Umverteilung bei einem Sozialstaat? Ja. Ja, also man denkt ja immer, dass die Umverteilung im Sozialstaat von unten nach oben ging, von oben nach unten, jetzt habe ich es schon falsch rum gesagt, genau. Also man denkt, also es wird von den Reichen genommen und den Armen gegeben. Und das gehört zu diesen Dingen, die ich vorhin mit dem Spätetatismus gemeint habe. Wir wissen seit langem, dass das nicht der Fall ist. Umverteilung keinen Wohlstand schafft? Oder? Sowieso keinen Wohlstand schafft, aber auch nicht von oben nach unten geht. Viel Umverteilung ist horizontal, das heißt, sie wird von einer Gruppe, Mittelschicht oder sogar Oberschicht, auf eine andere umverteilt. Also ich will mal ein ganz einfaches Beispiel nehmen, was jedem einleuchtet, ist, dass wenn Besteuerung dazu benutzt wird, um Rüstungsindustrie zu finanzieren, dann wird den besteuerten Unternehmen, die für den Konsum produzieren, denen wird genommen, also die werden schlechter gestellt und es wird anderen Unternehmern, nämlich diejenigen, die Rüstungsgüter produzieren, denen wird was gegeben. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel einer horizontalen Umverteilung. Du führtest in deinem Buch an, die Beamten, die halt quasi das Ganze umverteilen allein schon. Ja, und die halt, natürlich. Die ja auch zur Mittelschicht gehören,
aber das Geld von der Mittelschicht bekommen, sich selber erstmal auszahlen und was dann am Ende noch übrig bleibt, nach dem ganzen Apparat, der ja mittlerweile schon sehr groß ist, wird dann umverteilt an die Bedürftigen, wobei wir wissen nach Bader, man hilft den armen Leuten nicht, indem man dafür sorgt, dass sich Armut lohnt. Ja, ja, genau. Also ja, das ist eben auch ein Beispiel für eine solche horizontale Umverteilung, dass es gibt diesen Begriff der homogenen Mittelschicht nicht und deswegen ist die Mittelschicht-Romantik von manchen Libertären auch eben falsch, weil zur Mittelschicht gehören soziologisch und sozusagen von der kulturellen Orientierung natürlich alle Beamten, auch Finanzbeamten gehören da auch dazu. Die verhalten sich bezogen zum Beispiel auf das Bildungsverhalten ganz genauso wie ein Buchhalter in einer mittelständischen Firma. Die verhalten sich gar nicht anders. Und die haben wahrscheinlich auch ganz ähnliche politische Ansichten. Also das heißt, die sind sozial, sind die Mittelschicht, aber sind ökonomisch natürlich etwas anderes. Und da wird von einer Mittelschichtgruppe auf eine andere Mittelschichtgruppe übertragen. Also horizontale Umverteilung macht einen großen Teil des Sozialstaates aus. Auf verschiedenen Ebenen, in der Mittelschicht, in der Oberschicht, teilweise aber auch in der Unterschicht. Ja, auch da gibt es ja diejenigen, die arbeiten und die und alle Mitglieder der Unterschicht zahlen sowieso auch ja Steuern durch ihren Konsum. Und dass eben eine Gruppe, von einer Gruppe die Steuern genommen werden und einer anderen Gruppe gegeben werden. Das ist die horizontale Umverteilung. Dann natürlich besonders absurd ist es, wenn es nicht mal horizontal, sondern im Kreis läuft. Nämlich, ich bezahle Steuern und ich kriege irgendwelche Leistungen vom Staat. Aber natürlich minus der Gebühren, die für diese die Verwaltung Form von, ich kriege es selber, zu bezahlen ja. sind. Da geht natürlich viel verloren. Und dann gibt es die klassische Umverteilung von unten nach oben. Das heißt eben, von den Kleinen wird genommen und den Großen gegeben. Wird ja manchmal darauf hingewiesen, dass Robin Hood genau ein Kämpfer gegen diese Form von Umverteilung von unten nach oben vorgegangen ist und nicht etwa den Reichen genommen und den Armen zu geben, sondern was er gemacht hat, ist, er hat dem Staat, Sheriff, dem Staat, demjenigen, der den armen Leuten den letzten Groschen gestohlen hat, den hat er es genommen und es ihm zurückgegeben. Ja. Also insofern ist Robin Hood der klassische libertäre Rebell. Was muss deiner Meinung nach wieder legalisiert werden, damit der Staat seinen Aufgaben nachkommen kann? Wobei man dann natürlich in unserer anarcho-kapitalistischen Sicht immer diskutieren müsste, was sind die Aufgaben des Staates? Aber letztlich, du führst halt in deinem Buch drei Sachen an, darauf will ich das hinaus. Ach so. In Bezug auf die Kriminalität. Das ist ein Gedankenspiel. Ich bin ganz klar der Auffassung, dass es gar keine Aufgabe des Staates gibt, die er, sinnvollerweise übernehmen sollte. Sondern im Gegenteil, wir haben da vorhin gesprochen, selbst ein Minimalstaat wächst an. Das Gedankenspiel, was ich eingeführt habe, betrifft die Frage, kann man Kriminalität senken? Und da könnte man sich vorstellen, sozusagen als Gedankenspiel, dass relativ einfache Maßnahmen, Kriminalität, gerade die Kriminalität, die Leute eben halt besonders drückt, Wohnungseinbrüche, Taschendiebstahl und so weiter, da ist es, können wir sagen, es wäre gar nicht so teuer, zum Beispiel die Drogenprohibition abzuschaffen und die ganze Beschaffungskriminalität. Und das macht einen Großteil der kleinen Kriminalität aus. Ja, das würde aufhören, zum Beispiel. Also das ist eine wichtige Sache. Oder man könnte zum Beispiel das Geld, was man jetzt in
in Verfolgung und Strafverfolgung, was ja ein Riesenapparat ist, einfach zum Beispiel in Prävention stecken, in Hilfeanstalten, wo Leute hingehen können, die wirklich ein Problem haben und man sie so aus der Tabuzone rausholt, überhaupt erstmal, dass sie auch nicht an die Öffentlichkeit gehen können, aber wirklich Stellen haben, wo man hingehen kann. Wir haben sowas, aber halt nur vereinzelt. Und würden wir nur, glaube ich, keine Ahnung, ein Achtel oder so von der Strafverfolgung, von dem Geld, was wir da verbrauchen, mal an Humankapital abgesehen, in Prävention stecken, ich glaube, dann wäre der Sache wesentlich besser gedient. Genau, das wäre also deutlich Kosten senken. Also der Staat könnte Geld zurückgeben oder es würde andere auch noch Dinge Geld einnehmen durch Steuern. Und eine wichtige Sache ist die, die hatten wir vorhin auch kurz angesprochen, das ist die Frage des privaten Waffenbesitzes. Da wird immer nur darauf abgestellt, gibt es dann mehr oder weniger Amokläufe, die sozusagen statistisch sowieso keine Rolle spielen. Das sind große Ereignisse und für jeden, der dabei stirbt, ist es eine große Tragödie. Aber statistisch gesehen spielt es keine Rolle, ob es einen Amoklauf gibt oder nicht. Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Verbot von privaten Waffenbesitz Amokläufe einschränkt. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Und es wird dann darüber gesprochen, ob das Verbot von Waffenbesitz die Tötungshandlungen reduziert. Das schon deswegen nicht, weil nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Tötungshandlungen mit Waffenbesitz, mit Waffen durchgeführt werden. Also das sind meistens unter 10%. Aber worauf überhaupt niemals in dieser Diskussion hingewiesen wird, jedenfalls nicht in der offiziellen, der Mainstream-Presse, es gibt da ja Untersuchungen zu, ist, dass Dinge wie zum Beispiel Vergewaltigung deutlich zurückgehen, wenn mehr eine eigene Polizei dabei hat. Ja, wenn Frauen müssen nicht eine Waffe haben, sie brauchen bloß Kampfsport zu können, dann gibt's da schon deutlich weniger. Also das ist ein zweiter Bereich. Und ein dritter Bereich ist derjenige von was man unter dem Stichwort Bürgerpatrouillen kennt. Also Nachbarschaftshilfe gucken, dass gerade in Problemvierteln, dass da jemand durch die Straßen geht und der braucht nicht mal bewaffnet zu sein. Wir haben in den 70er Jahren die Guardian Angels in New York ohne dass sie bewaffnet sind, einfach nur, dass sie in den U-Bahnen mitgefahren sind, die Kriminalität in den Problembahnhöfen ganz deutlich reduzieren können. Und die Polizei hat zuerst da Sturm gegen gelaufen, die haben dann eine Genehmigung bekommen. Aber also sowas könnte man durchaus weiter fördern. Und da ist Island auch ein schönes Beispiel, waren ja jetzt letztens da. Die Polizei hat keine Waffen. Island selber hat nur das Minimalste, was man an Minimal haben kann, an Militär. Und trotzdem sind alle Menschen da so nett und freundlich zueinander. Wirklich. Trotzdem. So komischerweise, obwohl da keiner hintersteht und aufpasst, sind sie trotzdem nett. Oder vielleicht sind sie auch gerade deswegen nett. Man weiß es nicht. So. Ist ja auch immer ein bisschen das Anreizsystem, was dahinter noch spielt. Ja, und dieses Gedankenspiel führe ich also deswegen ein, um zu sagen, es geht dem Staat gar nicht darum, dass es geringere Kriminalitätsrate gibt. Ja. Manchmal schon. Also wenn es zu viel wird, dann muss man irgendwie was tun, wenn die Unzufriedenheit zu groß wird. Aber eigentlich ist es immer wichtig, dass es genug Kriminelle gibt, damit man einen Anlass hat, um Vorratsdatenspeicherung durchzusetzen, mit denen man überhaupt keine Kriminellen jagt, sondern ganz andere. Warum fährt das Narrenschiff, um es nach Reinhard May so schön zu sagen, immer noch weiter geradeaus und kriegt nicht irgendwann mal einen Drall in eine richtige Richtung? Wie soll man es sagen? Ich weiß, es ist ja schon alles so absurd, dass man da auch manchmal schon schwierig ist, irgendwie in Worte zu fassen. Naja, das ist ja halt der Spätetatismus. Das ist halt die irrige Vorstellung, dass
mit weniger Staat oder gar keinem Staat die eigene Existenz gefährdet ist. Oder umgekehrt, es ist die Illusion, dass die eigene Existenz durch den Staat doch wenigstens so ein bisschen ganz gut gesichert wird. Auch da wieder der Fußtritt an unsere Freunde mit den geschlossenen Grenzen, die dann auf einmal sich Sorgen um die Stabilität der Sozialsysteme, die sie davor noch laut angeprangert haben, machen. Und dann sagt man, aber die brechen doch sowieso zusammen. Habt ihr uns das nicht erklärt? Und jetzt auf einmal sind es die Flüchtlinge, die sie zum Zusammenbringen. Also da ist einfach die Illusion, ist na doch ein bisschen heile Welt ist, könnten wir uns noch schaffen, wenn der Staat doch besser wäre. Ja. Und das ist einfach das ist schlimmer als Sozialromantik. Deswegen misstraue ich jedem mit einem Plan. Auf jeden Fall einen Plan, was größere Gruppen angeht. Ja, da gibt es ein schönes Zitat von dem linken Anarchisten und einem meiner großen Helden, Paul Goodman, der gesagt hat, ist 72 gestorben, hat also nur sozusagen den Anfang mitbekommen, als die neue Linke dann in diese Richtung ging, Marxismus und Planwirtschaft und Leninismus und sagt, das ist das Elend mit den Leninisten, dass sie Pläne haben. Schön. Ja, es passt so zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich misstraue jedem, der einen Plan hat. Ja. Vor allen Dingen Pläne für andere. Ne? Ja, das ist es halt. Ne? Oder wie im Film Revolver so schön gesagt hat, wenn ich eins über Experten weiß, dann, dass sie Experten für gar nichts sind. Dann kommen wir zur letzten Frage. Mit wem sollten Libertäre zusammenarbeiten? Und warum ist es immer noch alles so subkulturell in der libertären Szene, deiner Meinung nach? Ja, mit wem sollen sie zusammenarbeiten? Im Prinzip bin ich gegen jede Form von Dogmatismus und man kann mit jedem zusammenarbeiten, an dem Punkt, wo er für größere Freiheit eintritt. Man kann mit jemandem, der für Schulfreiheit eintritt, für Schulfreiheit eintreten und der muss nicht dann auch noch für die Privatisierung der Polizei sein. Das kann sein, dass er das vielleicht blöd findet, aber man man kann. Da denke ich, sollte man sich nicht beschränken, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich eben auch, dass es Probleme macht. Also ich sag mal zwei Beispiele, ein amerikanisches, eins hier aus Deutschland. Also das amerikanische ist der libertäre Psychiater, Psychoanalytiker Thomas Sass, der letztes Jahr gestorben ist, auch einer meiner großen Helden, der die dafür zu beigetragen hat, dass die Zwangsbehandlung mit Elektroschocks, die in den 50er Jahren gang und gäbe war, dass die aufgehört hat. Ja. Der hat in Bezug auf Antipsychiatrie-Bewegung auch mit den Scientologen zusammengearbeitet. Das ist dann so eine Sache, ja, und dann sagt man, ja, und das sind dann auch so Scientologen. Man macht sich dann so zum... Ich sehe da eine Problematik. Ich verurteile ihn nicht darin, ich finde das richtig, aber ich sehe schon die Problematik. Oder J.J. Martin, der Individualanarchist, der sich so mit den Holocaust-Leugnern zusammengetan hat. Und dann hat man sozusagen dieses Nazi-Etikett dran. Das ist schon schwierig. Und genau das Gleiche haben wir ja jetzt hier auch. Mit wem arbeitet man in welchen Fragen zusammen? Was ich allerdings sozusagen, und da bin ich ganz undogmatisch und sage, eigentlich ist es so, dass man, wenn es um mehr Freiheit geht, kann man mit jedem zusammenarbeiten. Und dann muss man auch in Kauf nehmen, dass Leute mit den Fingern auf einen zeigen. Was ich ganz verhängnisvoll finde, ist, Koalitionen, wo man die eigene Position verkauft. Sozialdemokraten. Oder das ist ja jetzt im Moment bei den Libertären in Deutschland eben eher
mit den Konservativen, das hat in Amerika angefangen, wenn man dann sagt, damit ich da Gehör finde, sage ich jetzt auch, ja, wir sind auch irgendwie für wir nationale Souveränität und für die geschlossenen Grenzen und wir sind da, ja, und die Verschwulung der Bundesrepublik ist so furchtbar und Sexualunterricht an den Schulen. So, und dann sagt man, ja, und wenn du das nicht, also wenn du das, du kannst es ja ablehnen für dich, wenn es Schulfreiheit gibt. Aber du musst es einfach tolerieren, dass ich für meine Kinder was anderes aussuche. Mhm. Das musst du, und wenn du das nicht tolerierst, dann kann ich, tut mir leid, dann kann ich mit dir nicht koalieren. Ich kann denen nicht, ich kann niemandem versprechen, dass es in einer Situation der Bildungsfreiheit nicht Eltern Kinder auf Schulen schicken, wo auch die Gender-Studien gelehrt werden. So what? Also da wird einfach etwas bedient, eine Agenda bedient, die absolut in die falsche Richtung geht. Ja, hast du in deinem Sappho gegendert, glaube ich, das hier war es. Ja, schon dich auch drüber ausgelassen, ne? Du hast in deinem Buch auch davon geschrieben, dass der Sozialstaat und das Aufnehmen von Flüchtlingen unvereinbar ist. Klingt in erster Linie ein bisschen asozial, aber wirst du uns jetzt wahrscheinlich näher erläutern. Also, dass wir entweder oder haben können. Wir können entweder einen Sozialstaat haben oder sagen, kein Mensch ist illegal. Mhm. Beides zusammen. Ja, also das ist historisch ist es ein eindeutiger Zusammenhang. Vor dem Sozialstaat gab es keine Beschränkungen für die Mobilität. Also das ist historisch so und das kann man eben dadurch erklären, dass wenn ich einen Zuzug habe von Personen, die dann Transferleistungen erhalten, dann ist das natürlich ist das so, dass es die Ressourcen der Sozialsysteme belastet. Die Sozialsysteme, die gerade nicht auf Zuwachs ausgerichtet sind. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel durch Zufall bin ich auf diese Zahl gestoßen, dass in der DDR in den Mitte der 60er Jahre 1,5 Millionen Menschen weniger gelebt haben als 1950. Das heißt, in 15 Jahren haben 1,5 Millionen Menschen weniger. In der Zeit, wo im Westen großes Wachstum und auch Bevölkerungswachstum war. Ein sozialistischer Staat ist nicht auf Zuwachs. Der funktioniert umso besser, je protektionistischer schrumpft. Ja, also das ist eben einfach, das ist eine Belastung und sie führt ja auch noch zu einem Fortdauer des Problems. Wenn wir uns angucken, die Gruppen, die in den USA emigriert sind vor dem Sozialstaat, die sind super gut integriert in dem Sinne, dass sie für sich selbst sorgen können. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob sie Englisch gelernt haben. Es gibt Chinesen, die immer noch kein Englisch können und trotzdem gut leben. Es gibt, weil sie gutes Essen machen zum Beispiel. Ja, oder es gibt auch Italienisch, in den italienischen Communities gibt es auch immer noch Personen, die in der vierten Generation kein Englisch sprechen. Und bei uns würde man dann wahrscheinlich von Ghettoisierung sprechen. Schrecklich, furchtbar. Ja? Obwohl es ja eigentlich genau diese Diversität ist, die ja das Schöne ausmacht, vor allem an New York, dass du in jedes Viertel gehst und überall was anderes hast. So. Ja. Und das heißt, also du hast das bei allen Gruppen, die vor dem Sozialstaat emigriert sind, während die Gruppen, die später emigriert sind, hast du viel größere Probleme. Und die werden nämlich unmündig auch gehalten. Mhm. Und man muss ja gucken, dass diese Personen, die kommen, die haben einen Background,
die sind nicht die von der Planwirtschaft erwünschten qualifizierten Personen, aber die können eine Sache, die können nämlich improvisieren. Das haben sie gelernt. Die kommen aus Ländern, in denen Wirtschaft total kaputt ist. Also improvisiert. Obwohl, Libyen war mal das reichste Land in ganz Afrika, ja, bevor wir es weggebombt haben. Das ist richtig. Aber ich will nur sagen, aber jetzt, ja, aber das, was die gelernt haben, Libyer sind auch, machen keinen großen Anteil aus, ja, noch nicht jedenfalls. Ja. Die haben zum großen Teil gelernt zu improvisieren. Wenn man sie aber unmündig hält, dann können sie sich nicht mal gegen den Winter schützen, sondern können nur demonstrieren. Und dann sagt man, ja, aber die sind ja aber nicht dankbar, dass sie in, dafür, dass sie in den Zelten frieren dürfen. Ja. Nein, die kommen aus Situationen, in denen sie natürlich genau gewusst hätten, was sie in einer solchen Situation tun. Aber sie dürfen es hier nicht. Ja. Arbeiten, sich eine dicke Jacke kaufen von dem Geld wahrscheinlich. Ja, was auch immer. Also, und das ist das Fatale. Ihnen wird ja das, was Sie können und das, was Sie an Qualifikation mitbringen, das dürfen Sie hier nicht einsetzen. Mhm. Ja, Arbeitsverbot. Ja, wunderbar. Dann war es das mit meinen Fragen auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat allen gefallen und es war nicht allzu lang. Aber bei den Thematiken muss man sich halt auch manchmal einfach mal ein bisschen Zeit nehmen. Und mit dem Stefan macht es natürlich auch immer besonders viel Spaß. Ich empfehle nochmal das Buch Anarchokapitalismus gegen Gewalt, was eine sehr gute Aufarbeitung des oft verbreiteten Irrtums ist, dass Kapitalismus Egoismus ist. Beziehungsweise Egoismus, aber aus diesem Egoismus entspringt halt ganz viel Positives für die gesamte Gesellschaft. Schön gesagt. Danke. Kann dann nochmal mit Marx gegen Marx vom Stefan Blankertz empfehlen und Sappho gegendert, was wir jetzt gerade als zufälligerweise hier liegen haben. Und natürlich dazu noch eins meiner absoluten Lieblingsbücher, Minimalinvasiv, was auch ideengeschichtlich nochmal sehr viel schöne neue Blickwinkel gibt, sage ich jetzt mal. So, genug der Werbung. Kauft unsere Shirts. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke für die Zeit. Ja, vielen Dank. Okay. Traumhaft. Ui! Ja, vielen Dank.